Okay, ich... Ist klar. Ist klar. Ist das ein Super GT oder ist das ein Infernus? Ich glaube, der Infernus sieht ein bisschen... Ja, das ist ein Super GT. Ja, ist klar. Guckt euch das mal an. Was ist das denn für ein Spaß, ey? Schnell weg. Schnell weg. Das war der Typ. Der Typ, der hier wie ein Verrückter gefahren ist. Selber schuld, sage ich dazu nur. Okay, dieses Mal wird wenigstens keiner versuchen, mich zu kriegen. Ja, ist klar. 10 Sekunden Zeitstrafe. Overtaking on a yellow flag. Ja, was soll ich denn machen, wenn der da... Also, ist klar. Ist klar. Also, mehr Bescheißen geht ja wirklich nicht mehr. Zum Glück habe ich so einen großen Vorsprung, ey. Also, ernsthaft. Das ist doch jetzt wohl echt lächerlich. 10 Sekunden Zeitstrafe. Eure Mutter, die hat auch eine 10 Sekunden Zeitstrafe bei der Geburt gekriegt, ihr scheiß Spieleentwickler. So ein Witz, ey. So, hier müssen wir jetzt stark abbremsen. Damit wir nicht abfliegen. Ja, ist klar, ist klar. So ein blöder Wichser, ey. Ernsthaft. Können wir noch ein bisschen Sightseeing machen? Okay, das mit Sightseeing ist vielleicht keine gute Idee. Da bin ich jetzt aber richtig geil drum rumgekommen. Holy shit. Ja, ist klar, ist klar. Ist klar, jetzt komme ich da nicht hoch, weil der Idiot da hochgefahren ist. Das gibt es nicht. Mein Gott, ey. Also was bei dieser Mission hier schon wieder alles schief geht, ey. So ein Schwachkopf. Oh, das war knapp. Aber es ist noch gut gegangen, das Überholmanöver. Und jetzt. Ah, danke, dass du wieder rüberfährst. 7,6 ist aber nur minimal rangekommen. Ist klar. Ist klar. Ja, Vinewood ist auch eine schwierige Strecke, vor allen Dingen, weil das Auto, das man selber hat, ziemlich unterlegen ist. Und das ist doch jetzt echt ein schlechter Scherz, oder? Okay, ja, da konnte ich jetzt eigentlich überhaupt nichts für. So, und jetzt bitte... Ja, böse! Och, Menü! Das gibt's doch nicht. So, ich glaube, die klügste Idee ist es, mit ihm auf den Flughafen zu fahren, weil da keine anderen Autos unterwegs sind, also er keinen Schaden nehmen kann und wir gleichzeitig trotzdem... sehr hohe Manöver... Geschwindigkeit erreichen können, schöne Manöver machen können. Also da ist der Flughafen wirklich am sichersten. Ja. Unverschämtheit. Jetzt reicht's mir. Ich habe sowohl ins Gehirn geschissen. Schießen da. So, hat dir keiner erlaubt, mich hier so blöd anzumachen.
So, gibt's hier noch irgendwo ein Auto, das intakt ist? Ja, der Krankenwagen. Krankenwagen ist jetzt meine letzte Rettung. Lass mich doch vorbei! Ja, ist klar, ne, fährt er mir hinten ins Heck. Diese Fotzensau, ey. Diese blöde Nazi-Geburt von Salo, ey. Mein Gott, oder Villeneuve, oder wer das war. So eine Frechheit, ey. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen Heckflügelschaden, ey. So, ja, also die Kiste ist ganz cool, mit der kann man gut durchs Gelände fahren und die kann auch alles so ganz gut wegrammen. Können wir mal kurz gucken an dem Wagen da vorne. Okay, gut. Das war jetzt natürlich nicht geplant, dass das jetzt passiert. Militärgeräte. Nein! Ja, ist klar. Ist klar, ist klar. Oh, ich wollte in den Infernus, der da steht, einsteigen und habe einfach zu stark nach rechts gelenkt. Ja! Unfassbar, schon wieder! Ey, ich bremse und der kommt überhaupt nicht zum Stehen. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Ich hätte es wieder locker geschafft. Es war wieder diese eine Sekunde, diese eine gottverdammte Sekunde, weil das scheiß Flugzeug nicht anhält. Ich will ein Flugzeug mit besseren Bremsen haben und nicht so ein Drecksschrott, ey. Was ist denn das hier für ein zweites Weltkrieg-Flugzeug? Irgendwas von den Deutschen oder was? Deswegen haben sie wahrscheinlich auch den Krieg verloren. Die sind dann wahrscheinlich beim Landen immer irgendwo gegengefahren, weil das Flugzeug überhaupt nicht gebremst hat. Gut, Heking ist dann jetzt über der Linie. Den kann ich dann jetzt auch fahren lassen, das ist jetzt egal. Dann orientiere ich mich jetzt nur an Alesi, dass der nicht noch vorbeikommt. Kriege ich jetzt eigentlich auch blaue Flaggen, wenn ich den Überrundungsfilly? Ja, ist klar, auf der... Ja, ist klar, und dann rammt der mich auch noch weg, der Wichser, oder was? Ist klar. Der ist auf der Dingesrunde hier, auf der Auslaufrunde und dann kriege ich deswegen dann schwarze Flagge gezeigt. Okay, das war dumm von mir, weil ich mich jetzt selber dadurch fast getötet habe und die Wahrscheinlichkeit jetzt gegen Null geht, dass ich die ganze Angelegenheit überlebe. Mann, bist du blöd oder was, Tommy? Also so eine dumme Scheiße. Wieso macht man das, wenn man hier an und irgendwo gegenschießt? Mein Gott, kann man da nicht mal diese blöden Dinger wegmachen? Ist klar. Ist klar, das ist doch wirklich kernbehindert, sowas zu programmieren. Dass man da überall Winde hat, wo man dann gegenschießen kann. Okay, das hat die Polizei jetzt nicht interessiert, dass ich die angetitscht habe. Das ist gut. Jo, ich bin über das Taxi, aber über den Typen bin ich nicht drüber. Okay, der hat sich jetzt nochmal zweimal seine Position verändert, wo er tot war. Auch nicht schlecht. Was macht der denn da? Gesehen. Okay, interessant. Der ist wahrscheinlich im Wasser gelandet und kommt jetzt nicht mehr aus dem Wasser raus. Das ist Programm bei solchen, LOL. LOL.
Schade, er ist weggefahren. Das hätte ich jetzt zu gern gesehen, wie der den Bullen verprügelt. Der Typ da, dieser Kapitän oder was das sein soll. So, jetzt bin ich mal vor ihm. Jetzt bin ich vor ihm. Ist klar, dass ich so viel Schaden kriege, wenn der mich einmal rammt, ey. Ey, das ist doch echt ein Witz, ey. Einen kleinen Jump. Ach, war doch kein Jump. Ist ja eher nur drüber gefahren. So, genau. Und Catalina fährt ein Buffalo, was ziemlich cool ist. Okay. Die Polizei ist auch noch angekommen. Es ist hier eine Polizeisperre. Ja, och Menno. So, was machst du hier eigentlich? Hast du Magenschmerzen? Sieht so aus, hältst du irgendwie im Bauch? Hast was Falsches gegessen oder was? Oh, das tut mir leid. Oh, jetzt geht's dir wieder gut. Guck mal, ich bin Wunderheiler. Ich muss dich nur einmal kurz anrempeln und schon geht's dir wieder gut. Also scheinen nicht alle zu rasen wie die Bekloppten. Oh Gott, der Wagen kommt hier überhaupt nicht die Berge. Ja, okay, der ist jetzt aber gerast wie der Bekloppte. Was macht ihr denn hier? Übt ihr für einen Tanz oder was? Jetzt haben sie aufgehört. Die haben irgendwie alle da synchron irgendwelche Handbewegungen gemacht. Sah recht amüsant aus. Naja, egal. Sag mal, Madame, du gehst mir echt geschwind auf die Eier. Gut, dann schiebe ich die jetzt halt mit in die Markierung. Kann The True vielleicht noch was mit der Frau anfangen oder was? Die heiraten, wenn er will. Ah, das dauert jetzt zu lange. Ja, du blöde Kuh, geh doch mal zur Seite, ey. Ich komme hier gar nicht vorbei. So, ja, wir müssen jetzt das Auto von dieser Frau dort in unseren Besitz bringen. Was nicht so ganz einfach ist, weil der Wagen auch nicht so toll zu steuern ist. Und wenn man so beschissen fährt wie ich, ist es erst recht nicht einfach. So. Das läuft ja ganz gut. Hier können wir was abkürzen. Klau das Auto. Oh. Ja, nein, da sollst du doch nicht einsteigen, CJ, du Depp. Da sollst du einsteigen. Also so schnell habe ich das noch nie geschafft. So, ja, gibt's denn hier irgendwo. Nein! Ja, böse! Diese dummen Schweine von Polizisten, ey! Diese Drecksschweine von Polizisten! Okay, so, ja, jetzt sind wir auf der Autobahn und wir sind eigentlich nicht wir viel langsamer als beim letzten Mal und haben schon ein Dinges mehr sozusagen erledigt. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wieso? Wieso hält der jetzt gerade an? Interessanter Bug oder was das hier sein soll. Echt sehr interessant. Gib mir mal hier dein Auto. Jetzt hat er hier einfach angehalten.